Hi Leute, wer da draußen noch daran geglaubt hat, dass die katholische Kirche politisch neutral wäre, den werde ich heute eines Besseren belehren. Denn diese hatten eine Brandmauer gegen rechts gezogen. Soll natürlich heißen gegen die böse, böse AfD. Aber was sind die Hintergründe der katholischen Kirche? Und darauf werden wir heute etwas genauer eingehen. Also bleibt dran, heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Leute an dieser Stelle, die Videos im Dezember werden etwas kürzer ausfallen, als ihr da draußen gewohnt seid. Nehmt mir das bitte nicht übel, aber wie gesagt, ich stehe hier oben gerade an, sage ich jetzt mal, ich habe sehr, sehr viel zu tun. Ab Januar wird es dann wieder längere Videos geben. Bleibt nun aber gerne dran, lasst mir noch gerne ein Abo und ein Like da. Jetzt zum heutigen Thema. Erklärung bei der Bischofskonferenz. Marx, AfD-Anhänger in Kirche nicht akzeptabel. Gut zu wissen im Grunde. Gut, ich persönlich bin aus dem Saftladen schon sehr, sehr lange ausgetreten, aber vielleicht, wie gesagt, werden dem einen oder anderen da draußen die Augen geöffnet. Und ganz ehrlich, was mischt dich jetzt eigentlich die Kirche dementsprechend in die Politik ein? Und ganz ehrlich, die AfD, man kann erhalten von ihr, was man möchte. Sie ist eine demokratisch legitimierte Partei. Dass hier nun dieser Kardinal Marx hier Position ergreift und hier eine Brandmauer, sagen wir mal, zu rechts ziehen möchte, ob das der Kirche weiterhelfen wird, besonders bei dem Mitgliederschwund, den die Kirche derzeit verzeichnet, halte ich das eher nicht als zielgerichtet. Aber lasst uns mal genauer das Ganze ansehen, was er denn hier persönlich gesagt hat. Hier ein Bild von diesem Kardinal Marx. Ich möchte ja nicht zu weit gehen, aber hier könnte man denken oder meinen, da hat der Messwein etwas arg reingeknallt. Aber wie gesagt, das würden nur bösartige Menschen sagen, ich natürlich persönlich nicht. Schauen wir uns das Ganze hier an. Münchens Erzbischof Kardinal Rainer Marx, 70, hat wahrscheinlich auch schon die besten Zeiten hinter sich, will keine Anhänger der AfD in Kirchenämtern haben. Bei der Herbstversammlung der Freisinger Bischofskonferenz sagte er, dass die AfD und ihre Position unvereinbar seien mit den Werten der katholischen Kirche. Auf der einen Seite muss ich mir hier etwas Recht geben. Mal ganz ehrlich, seit wann spielt denn Nächstenliebe in der katholischen Kirche noch eine große Rolle? Das gibt's ja schon lange nicht mehr. Doch weiter hier. Marx deutlich, für Christen sei es nicht akzeptabel, eine Partei zu wählen, die verfassungsfeindliche Position vertrete. Und hier, Herr Kardinal Marx, bitte lesen Sie sich einmal das Wahlprogramm der AfD durch. Und dann zeigen Sie doch bitte auch aufgrund Ihrer Aussagen, wo denn hier verfassungsfeindliche Positionen vertreten werden würden. Also ich habe da nichts davon gelesen und ich habe das Parteiprogramm durchgelesen. Aber wie gesagt, ein bisschen, sage ich es mal, rausknallen kann man immer, gell, damit die kleinen gläubigen Schäfchen auch daran glauben. Unmöglich. Tut mir leid, wie gesagt, ich finde es einfach nur noch ekelhaft, was hier abgeht in diesem Land. Welche Folgen seine Erklärung hat, ist dagegen nicht klar. Verbindliche Regeln zu der Frage, ob AfD-Anhänger Kirchenämter übernehmen dürfen, soll es nach seiner Aussage aber zumindest vorerst nicht geben. Also da wurde ja schon wieder fast ein bisschen zurück. Ja, der Mitgliederschwund in der Kirche. Regeln schriftlich zu fixieren, da zögere ich im Augenblick, sagte Marx. Ja, irgendwie auch verständlich, aber erstmal Vollgas geben, sage ich jetzt mal, gegen eine demokratische Partei wettern, aber dann wieder den Schwanz anziehen. Also, das verstehe wer mag. Und mal ganz ehrlich, Herr Marx, dann machen Sie doch gleich mal Nägel mit Köpfen und alle AfD-Anhänger, Wähler und so weiter, schließen Sie doch einfach genau diesen Personenkreis aus der Kirche aus. Ganz einfach. Aber wie gesagt, das wollen Sie nicht. Aber ich sage, dafür haben Sie einfach nicht den Mut. So schaut es doch aus und nicht mehr und nicht weniger. Also ganz ehrlich, ich könnte mich hier darüber aufregen, Leute. Flächendeckende Unvereinbarkeitsbeschlüssen zwischen Kirchenämtern und AfD-Mitgliedschaften will Marx nicht. Er sieht die Zuständigkeit auf örtlicher Ebene, Beschlüsse für Pfarrgemeinderäte liegen in deren Verantwortung. Also, man posaunt wieder irgendeinen Unsinn raus, aber dann gibt man die Verantwortung ab. Also mal ganz ehrlich, Lisa, schreibt mir gerne eure Kommentare unten rein, was ihr genau von solchen Aussagen haltet. Wie gesagt, ich kann das alles mittlerweile nicht mehr, das ist einfach so dämlich. Das Wort von Marx hat allerdings Gewicht in der katholischen Kirche Bayerns. In der Freisinger Bischofskonferenz sind die sieben Bistümer des Freistaats zusammengeschlossen. Der Münchner Erzbischof hält den Vorsitz. Ja, aber vielleicht soll er so langsam mal abtreten, sage ich jetzt mal, wenn er eine Demokratie nicht verstanden hat. Doch weiter im Text, Leute. Die AfD war bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober mit knapp 15% der Stimmen drittstärkste Kraft geworden.
Innerhalb der Bischofskonferenz seien alle erschrocken gewesen über die jüngsten Erfolge, sagte Marx. Er sei der Überzeugung, dass gegenüber Rechtsextremismus eine klare Grenze gezogen werden muss. Wie gesagt, Herr Marx, beweisen Sie erstmal diesen flächendeckenden Rechtsextremismus in der AfD, der ist de facto nicht gegeben. Oder man sucht sich mal ein neues Klientel, warum denn auch nicht den Linksextremismus einfach hier verurteilen und auch hier eine Brandmauer stehen. Aber natürlich, das ist nicht möglich, weil wie gesagt, jetzt gerade wo die katholische Kirche so auf der Wokenwelle schwimmt, sage ich jetzt mal, das muss natürlich durchziehen. Vielleicht kommt ja das ein oder andere Schäfchen doch neu dazu. Und mal ganz ehrlich, Leute, anstatt hier einen auf Antidemokratie zu machen, sollte insbesondere die katholische Kirche nicht vor ihrer eigenen Haustüre kehren. Ich sag nur eins, Pädophilie. Wurden ja die ganzen Sachen schon richtig aufgearbeitet? Ich glaube eher nicht. Aber wie gesagt, hier eine große Fresse haben, vielleicht auch von eigenen Dingen ablenken. Und des Weiteren, ich verstehe schon, warum die Kirche gegen die AfD ist. Weil natürlich sieht auch die Kirche ein gewisses Geschäftsmodell in Bezug auf Flüchtlinge in Gefahr. Unlängst ist es schon häufig vorgekommen, dass einfach deutsche Senioren und Senioren, sag ich es mal, aus Seniorenstiften, aus Pflegeheimen rausgeschmissen wurden. Und dementsprechend, wer kam da unter? Flüchtlinge. Und warum? Weil die natürlich um einiges mehr Kohle bringen. Da ist die Kirche auf jeden Fall sehr schlau. Was man ebenfalls nicht vergessen darf, das sind ja die Spendenaufrufe der Kirche für sogenannte NGOs, sagen wir mal, für diese ganzen Schlepper. Des Weiteren, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne auch nochmal hier oben. Wie gesagt, auch der Papst, der, sage ich jetzt mal, hat ja veranschlagt, dass er Europa pro Jahr 20 Millionen Flüchtlinge aufnehmen sollte. Also da wisst ihr mittlerweile, wo der Hase läuft. So, wir sind noch nicht ganz am Ende, wir machen jetzt mal weiter, sag mal, es geht hier um die Kirche und hier habe ich was Interessantes gefunden, weil da gibt es etwas hier in der katholischen Kirche, das nennt sich 10 Gebote und damit möchte ich einfach mal diesen Kardinal Marx mal konfrontieren. Kommen wir zu Punkt 8 hier. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Herr Marx, jetzt gehen Sie mal ganz, ganz tief in sich und was ich bislang in diesem Video hier gesagt habe. Sind Sie ein Sünder? Sollten Sie vielleicht in den nächsten Wochen mal richtig schön beichten? Wie gesagt, was Sie hier gesagt haben, das entspricht doch genau diesem Punkt. Oder liege ich hier falsch? Machen wir weiter hier. Die Kirche natürlich, diejenigen, die natürlich noch nicht ausgetreten sind, kostet natürlich auch gutes Geld. In Bayern und Baden-Württemberg beträgt die Kirchensteuer 8%, in allen anderen Bundesländern 9%. Bist du kirchensteuerpflichtig, ist dies auf deiner elektronischen Lohnsteuerkarte angegeben und dein Arbeitgeber führt sie direkt an das Finanzamt ab. Ganz ehrlich, dieses Geld, was hier an die Kirche fließt, das sollte man sich lieber sparen und lieber in einen guten ETF-Sparplan fließen lassen. Ach ja, und wenn wir schon mal dabei sind, die raffgierige Kirche gibt sich damit natürlich nicht zufrieden. Kirchensteuer auf Kapitalerträge, denkt mir da auch immer dran, wie gesagt, besonders die Anleger da draußen unter euch. Seit 2015 behalten die Banken von Kapitalerträgen die Kirchensteuer automatisch ein und führen sie zusammen mit der Abgeltungssteuer und dem Soli an das Finanzamt ab. Also die arme, arme Kirche. Aber ich verstehe das schon, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt 10 Millionen Wähler hier ausgrenzen möchte, anscheinend haben sie immer noch viel zu viel, sage ich jetzt mal, in der Hinterhand. Wie gesagt, man spricht ja nicht umsonst davon, dass der Vatikan richtig, richtig Kohle in der Hinterhand hat. Und ganz ehrlich, wenn man dann auf diese paar AfD-Wähler dann pfeifen kann, ja gut, dann sollen sie es so haben. Aber dann kann ich einfach nur dafür plädieren, jeder, der AfD-Anhänger ist oder AfD mal gewählt hat, sollte sofort aus der Kirche austreten, weil sowas muss man sich definitiv nicht bieten lassen. Gut, machen wir noch weiter zur armen, armen Kirche. Schauen wir mal, was die Kirche so jährlich einnimmt. Meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr interessant, weil die Kirche in Deutschland im Jahr 2022 nahm die katholische 6,85 Milliarden Euro ein und die evangelische Kirche 6,24 Milliarden Euro, also roundabout 13 Milliarden Euro. Es ist sogar mehr als die GEZ-Zwangsgebühren. Also die GEZ müssen wir leider ja weiterzahlen, aber hier aus der Schose kommt jeder raus, weil ganz ehrlich, dieses Konstrukt darf man meiner Meinung nach nicht mehr weiter fördern. So Leute, kurzes Video zu heutigem Thema. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in Bezug auf die katholische Kirche und auch zur evangelischen Kirche, weil die ist auch nicht viel besser, hier unten rein. Vergesst bitte nicht das Abo und nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald. Euer Steve.